Hallöchen! Der Sommer ist endlich da und man kann wieder mit den Kindern rausgehen. Das heißt, man muss sich nicht wieder 1000 Schlechtwetterspielideen für die Kinder aus den Fingern saugen. Ironischerweise gewittert es bei uns, während wir das Video aufnehmen, gerade extrem. Also es kann sein, dass ihr es donnern hört und es schüttet wie aus Eimern. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mit euch heute meine Sommerfavoriten teilen, die mir das Leben mit den Kindern einfach unglaublich erleichtern, die wir praktisch finden und die einfach super Dinge für den Sommer sind. Und vielleicht ist ja auch das ein oder andere für euch dabei, was ihr genauso praktisch findet wie wir. Viel Spaß! Warum habe ich jetzt gewunken? Das war bescheuert. Egal. Nummer 1 ist der Slushy Maker. Ich finde, im Sommer gibt es einfach nichts Besseres als gefrorene Sachen. Und Slushies sind ja normalerweise relativ teuer. Und deshalb war ich total begeistert, als ich im Aldi, glaube ich, war es, irgendwann mal gesehen habe, dass es diese Slushy Maker zu kaufen gibt. Ich war am Anfang nicht ganz sicher, ob das wirklich funktioniert, aber ich muss sagen, bei richtiger Anwendung funktioniert es einwandfrei. Und das Gute ist, man kann sie so um einiges gesünder machen als die, die man irgendwo an der Straße zu kaufen kriegt, die nur aus Zucker und Farbstoff bestehen. Denn wir machen es einfach so, dass wir einen leckeren Fruchtsaft reingeben und das Ganze dann als schnelles Eis essen können. Nummer 2 sind Eisformen, mit denen man selber Eis machen kann, sodass man auch ein bisschen Eis im Vorrat hat, wenn die Kinder immer mal wieder fragen. Ich verlinke euch dazu oben mal ein Video von uns, wo ihr einfach 3 verschiedene leckere Ideen habt, die ihr mal ausprobieren könnt. Und ich finde die mega praktisch, weil man immer eine gesunde Alternative zu Hause hat. Nummer 3 ist eine Pop-Up-Strandmuschel. Und ich muss sagen, ich bin extrem begeistert von der, denn sie ist erstens extrem leicht. Man kann sie überall verstauen, denn sie nimmt nicht viel Platz weg. Man muss sie nicht aufbauen, weil sie einfach aufpoppt. Und man hat, wenn man am Strand oder am See oder im Schwimmbad ist, einfach eine kleine Rückzugsmöglichkeit für sich und die Kinder, wo man zum Beispiel die Kleineren auch zum Mittagsschlaf hinlegen kann. Ich muss sagen, der Abbau war am Anfang ein bisschen tricky und das war ziemlich peinlich die ersten paar Male, als wir dann da standen am See und das Ding einfach nicht mehr zusammengebaut bekommen haben, weil diese Anleitungen nicht wirklich gut beschildert sind. Und deshalb könnt ihr hier oben, wenn ihr damit auch Probleme habt, einfach mal unser Video dazu anschauen. Da werden wir es euch Schritt für Schritt erklären, wie ihr das ganz leicht hinbekommt. Und ich muss sagen, wenn man einmal den Dreh raus hat, ist das absolut kein Problem und ich nehme sie wirklich überall hin mit. Nummer 4 passt auch ganz gut dazu. Das ist nämlich eine XXL Picknickdecke. Und ich muss sagen, die sind auch richtig gut, weil man einfach viel Platz hat. Es ist im Gegensatz zu einer normalen Decke super, dass man unten diese Beschichtung hat. Es gibt es als Plastik oder auch als Thermo. Wir haben es jetzt als Thermo, das heißt, es wird einerseits nicht so kalt, wenn der Boden ein bisschen kalt ist und außerdem der Popo nicht nass, wenn die Wiese ein bisschen feucht ist. Und ist einfach leicht im Kinderwagen verstaubar. Wir haben das immer unten im Kinderwagen drin und können es überall hin mitnehmen. Nummer 5 sind kleine Kinder-Crocs. Ich muss sagen, ich bin selber absolut eigentlich kein Croc-Fan. Ich finde die für Erwachsene irgendwie ziemlich hässlich. Es sei denn, man arbeitet jetzt im Krankenhaus, dann kann ich es verstehen, weil die sehr bequem sind. Aber die sehen nicht super aus, aber für Kinder sind sie total gut. Und ich muss sagen, Levian trägt sie sogar lieber als seine Sandalen. Denn am Spielplatz bekommt er öfter mal Sand in die Schuhe und bis ich dann die Sandalen auf und wieder zu und an und aus und hin und her, dauert es ihm viel zu lang und die Crocs kann ich einfach abziehen, wieder draufsetzen und es ist absolut kein Problem. Und das Gute ist, auch wenn sie mal im Matsch rumgelaufen sind, halte ich sie einfach unter den Wasser und sie sind wieder sauber. Nummer 6 ist etwas für Kinder, die schon ein bisschen mobiler sind und sich selbst fortbewegen wollen. Und wir haben da 2 Sachen, die Levin absolut vergöttert und mit denen er jeden Tag unterwegs ist. Das ist einmal sein heißgeliebter Rasenmäher. Der muss überall hin mit. Ob auf Rasen, ob auf Stein, sogar im Schwimmbad, im Schwimmbecken hat er das schon mit dabei gehabt, sein Rasenmäher, weil er es einfach unglaublich liebt zu laufen. Er ist einfach ein Läufer. Und auch für die Kinder, die lieber fahren, kann ich euch nur das Big-Laufrad hier empfehlen, denn ich habe lange gesucht, was jetzt für mich die richtige Alternative ist, denn Levin ist schon 2,5 und gerade noch ein bisschen zu klein für das herkömmliche Laufrad, aber für das Pookie-Wutsch war er auch schon ein bisschen zu groß, das heißt, das war für die Fortbewegung nicht mehr so praktisch für ihn. Und dann habe ich dieses Motorrad gefunden, was einerseits super ist, weil es die richtige Höhe hat, er damit schnell vorankommt und außerdem hat es Gummireifen und das ist für mich der absolute Hit. Der hat nämlich auch ein Bobbycar, aber die sind so laut, das ist so laut, wenn er damit in der Wohnung umfährt und den Boden, den will ich gar nicht erst erwähnen, von daher finde ich das super und ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Nummer 7 ist eine Kindersonnenbrille und ich muss sagen, die ist richtig praktisch, weil die solche Gummi, also was ist das, Weichplastik, Bügel hat für die Ohren, das heißt, wenn Levian damit rumspielt, und das ist öfter mal so, wie ich es jetzt hier auch mache, brechen die nicht gleich kaputt, wie er das einmal bei Omas Brille gemacht hat. Das war nicht so cool. Also von daher schaut einfach mal, die gibt es glaube ich überall, DM oder sonst was. Schaut einfach, dass es diese weichen Bügel sind und dann seid ihr auf jeden Fall auf der richtigen Seite.
Nummer 8 sind Schwimmflügel. Und ich muss sagen, ich bin nicht so eine Mama, die ihr Kind, auch wenn es nur im knietiefen Wasser spielt, die ganze Zeit mit Schwimmflügeln rumlaufen lässt. Aber für den Fall, dass wir dann vielleicht doch mal ins tiefere Wasser gehen wollen, haben wir uns auf jeden Fall mal Schwimmflügel besorgt. Und ich finde, bei den ganz normalen Schwimmflügeln ist es immer ein bisschen blöd, weil es unter den Armen diese verschweißten Nähte hat. Und Livian gefällt das gar nicht, weil das kratzt und das scheuert dann. Und deshalb haben wir uns welche mit Neoprenhülle besorgt. Die sind ganz cool, man kann das hier auch rausnehmen. Es gibt auch hier so eine Schlaufe, wo man erst den Arm reinmacht und das dann aufpustet. Und ich fand das vom Prinzip her eigentlich ganz cool. Nur, was ich nicht so cool finde, ist, dass die extrem lang sind. Und es steht da zwar Klasse B ab 11 Kilo. Und das ist jetzt gerade der Anfang von Livian, aber die sind relativ lang und dann schnuddeln die sich die ganze Zeit umher und sitzen irgendwie nicht dort, wo sie sitzen sollen. Von daher kann es sein, dass die später mal besser sind, wenn er ein bisschen größer ist, aber für den Moment, ja, trägt er die nicht ganz so gern. Und deshalb bin ich gerade am Überlegen, ob ich vielleicht so einen Schwimmgürtel mal ausprobieren soll, ob das eine bessere Alternative ist. Aber da könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr da so eine super Idee habt und super zufrieden mit eurer Lösung seid. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Nummer 9 sind Seifenblasen. Jeder mag Seifenblasen, aber ich rede hier nicht von den normalen Seifenblasen, sondern von diesen Riesenseifenblasen. Die haben so einen ganz langen Stab. Und was super ist, ist, dass die Kinder dafür noch nicht richtig pusten können müssen, sondern sie können es einfach rausnehmen und dann auch in den Wind halten und dann entstehen von ganz alleine diese super schönen Seifenblasen. Das ist eine ganz tolle Beschäftigung für die Kleinen. Und mein letzter Favorit, den kriegt ihr sogar fast umsonst, denn es ist ein kleiner Eimer, den ihr bekommt, wenn ihr im Aldi diese kleinen Datteltomaten kauft. Das ist dieser hier. Und warum der so cool ist, ist, weil der einerseits einen Henkel hat und unten solche kleinen Löcher. Das heißt, wenn ihr damit ins Schwimmbad geht oder an den See, dann fließt das Wasser da ganz schön raus. Es ist wie eine kleine Dusche. Livian hat damit immer einen totalen Spaß und es ist einfach eine schöne Upcycling-Idee und Spielidee, für die man nicht wirklich viel braucht. Ja, alle Produkte, die ihr gesehen habt, sind nicht gesponsert, sondern die haben wir einfach selber ausprobiert, fanden die toll und hoffen, dass sie vielleicht dem einen oder anderen auch eine Hilfe sein können. Deshalb werde ich mal schauen, ob ich die Links zu den einzelnen Produkten in Amazon vielleicht finde und werde sie euch dann in der Infobox alle verlinken, falls ihr auch Interesse daran habt. Und falls ihr noch mehr Videos zum Thema Elternsein, Schwangerschaft, leckere Rezepte und so weiter habt, dann könnt ihr uns gerne ein Abo dalassen oder unseren Kanal weiterempfehlen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss! Ich will ja erstmal ausschalten. Wieso ausschalten? Was? Nein! Ich brauch Netz! Shit. Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt noch drauf ist, der Ton. Schnell! Optimal vorbereitet, wie immer. Das ist so heiß. Ach nee, das ist nicht das. Shit, das war dieses blöde Kabel. So eine Kacke. Nein! Okay, es ist aus gewesen.